Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf der Karte Hot Online Farm 2019. Jo, ich habe mir überlegt, ich möchte mal wieder ein bisschen was anderes machen, außer Hopfach. Und ja, ich habe einfach mal so ein bisschen die Karten durchgeschaut und hatte gesehen, dass jetzt vor kurzer Zeit die Hot Online Farm rauskam und mich hatte die schon im LS17 interessiert und hatte mir auch gut gefallen. Und ja, ich dachte mir, ich möchte mal so zwischendurch so ein bisschen was anderes bringen, ein bisschen was anderes zeigen, mal wieder was Neues zeigen. Und ja, da ist mir so ein kleines Let's Play in den Kopf gekommen auf der Hot Online Farm, weil ich mir so dachte, jo, das ist eine Karte mit Produktion, da kann man was machen. Nordfriesische Marsch kennt man. Gemeinde Rade wollte ich jetzt auch nicht. Wäre auch eine coole Karte gewesen, war ich auch am Überlegen. Aber ich dachte mir, komm, machen wir Hot Online Farm. Das hatte ich mal irgendwann vor 3, 4 Monaten schon mal abgefragt in einem Community-Tab und auf Instagram. Und da waren schon viele dafür. Und ja, drum dachte ich mir, komm, das machen wir jetzt. Oh, ja, ihr seht es. Wir stehen vor dem ganzen Berg Maschinen. Ihr werdet euch eh schon wundern, warum hat er 2,9 Millionen auf dem Konto. Ja, das kann ich euch so folgt erklären. Man startet hier auf der Karte ja mit 0. Eigentlich hat man 2 Fenden, einen Drescher, eine Sämaschinengruppe, halt so ein paar Standardgeräte und 100.000. Jo, mehr hat man nicht. Man hat keine Felder, man hat keinen Hof, man hat nichts. Man hat ein paar Verkaufsstellen und man hat 2 Züge noch. Das muss man dazu sagen. Man hat die 2 Züge noch, mit denen man viel machen kann. Aber sonst, wenn man hier auf die Karte guckt, jede Menge Felder, jede Menge Forst, jede Menge Grasgebiete auch, verschiedenste Produktionen vom Weinberg über Graskops, über Bioöl, über Komposter, Futterfabrik, Pommes, es gibt sogar eine Fähre hier und dort. Ja, echt mega coole Sachen. Und ja, wie gesagt, man startet mit 0, man hat gar nichts. Und ja, ich dachte mir, so als kleines Special für dieses Projekt machen wir das auch mal. Wir werden unseren Hof selber zusammenbauen, weil ich mir so dachte, komm, wir haben jetzt in vielen Let's Plays immer auf fertigen Höfen gesessen und war immer dasselbe, sage ich mal. 4 Felder waren vorgegeben, wir hatten ja den Hof vorgegeben und ja, dann hat man halt gespielt, sage ich mal. War auch nie schlecht, aber ich möchte halt einfach mal wieder was anderes machen, ein bisschen in eine neuere Sache gehen und ja, deswegen dachte ich mir, wir machen das so mit. Wir werden gleich auch loslegen, ein paar Felder zu kaufen, den Hof zu platzieren, so ein bisschen ein paar Grundsachen, dass wir unsere Maschinen unterbringen. Den Hof werden wir natürlich immer wieder erweitern auch und ja, ich denke mal, das sollte auf jeden Fall gut klappen. Eine kleine Erwähnung, ich habe Autodrive noch mit drinnen, GPS sollte in jedem Fahrzeug jetzt drinnen sein. Wenn nicht, rüste ich das auf jeden Fall noch nach. Curseplay habe ich erstmal rausgelassen. Das macht bei mir zurzeit nur Probleme. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Ich habe schon von anderen gehört, dass das bei denen auch Probleme macht, die neue Version. Ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt erstmal rausgelassen. Jo, wir spielen sozusagen mit einem normalen Standardhelfer, mit Autodrive. Kurve habe ich hier noch nicht gefunden. Muss ich noch gucken, ob es da vielleicht so ein paar voreingefahrene Kurse wie bei der Hopfach gibt. Und ja. Dann würde ich sagen, starten wir durch. Wir kaufen ein paar Felder. Ich habe mir schon ein bisschen was aufgeschrieben hier. Deswegen. Ich habe mir gedacht, wir platzieren unseren Hof hier. So mittendrin, nicht irgendwo quer in der Lande. Wir haben den Shop nebendran. Wir haben den Bahnhof nebendran. Das passt. Wir haben hier Grasfelder, wir haben hier Forst. Und ja, ich dachte mir, wir nehmen dieses Gebiet. Die 85, das wird dann unser Hof sozusagen. Dann kaufen wir das als Feld, dieses als Feld, dann war das dieses hier drüben noch, dieses kleine und dieses hier und eine Wiese brauchen wir noch zum Mähen, das war die hier oben und ja, 395.000, das ist so mal das, was wir haben. Ich gucke gerade, 296, ja, das kommt hin, gut. Ich habe mir so eine kleine Liste gemacht mit den Preisen und ja, das passt. Wir haben ein schönes großes Weizenfeld, das ist im Wachstum. Wir haben
Dinkelfeld, das ist erntereif, okay. Wir haben hier hinten, das war glaube ich Sojabohnen und Raps, was wir ernten können. Wir können Hafer ernten. Das ist alles erntereif. Wir gucken mal nach dem Düngerstatus. Das ist voll. Das bräuchte Kalk und noch eine Düngerstufe. Wir müssen gucken, dass wir hier das große Feld gedüngt kriegen. Dass wir das fertig kriegen. Da braucht auch Kalk. Ja, wie soll man sagen, feldermäßig schaut es jetzt nicht so toll aus. Da müssen wir doch auf jeden Fall noch was machen. Grasfeld ist erntereif, das ist auf jeden Fall sehr gut, aber nicht gedüngt. Das muss man auch dazu sagen. Ja gut, dann wissen wir das schon mal. Ich habe mir überlegt, dass wir in der Tierhaltung, dass wir da so ein bisschen in die Kuhwirtschaft gehen. Da dachte ich mir so, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht oder beziehungsweise ja, wie soll man sagen, irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wie ich das richtig erklären soll. Wir haben schon lange nicht mehr irgend sowas damit gemacht mit Kühen. Wir haben auf Hopfach natürlich Kühe. Das muss man natürlich dazu sagen, aber ist halt nicht dasselbe wie jetzt so Standardkühe, sag ich mal. So, wir müssen jetzt gucken, wie wir das am besten platzieren, weil das Gelände ja ist jetzt nicht so das Beste und so, warte mal. Wir haben das jetzt hier platziert. Ich möchte mir das nochmal angucken. Bam, 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 bam. Wo sind wir? Hier sind wir. Wahrscheinlich genau vor die Hofeinfahrt, oder? Na, geht sogar. Natürlich, wir müssen mit dem Tool ein bisschen was gerade machen noch. Das auf jeden Fall. Wir werden hier auch noch ein bisschen Bodenauftrag machen, dass das alles ein bisschen schicker ausschaut. Ja, der steht ein bisschen scheps, aber ich denke mal, damit kommen wir zurecht. Da können wir auf jeden Fall noch was zurecht basteln. Wir müssen mal gucken. Die Hallen haben wir. Ich dachte vielleicht an so eine noch. So. Genau. Dass wir vielleicht. Das ist hoch. Dass wir uns, könnte man eigentlich hier hinsetzen. Das passt eigentlich. Und dann noch eine, aber das ist eine größere. Muss mal gucken. Nicht, dass das uns zu eng wird hier. Aber wie schaut denn das aus? Wir haben hier den Kuhhof. Das ist aber doof. Das wird sonst mega eng. Schaut denn das aus, wenn wir sonst hier hinten noch eine Halle hinsetzen? Genau, die setzen wir hier hin. Gut, dann haben wir das eigentlich. Was haben wir? Wir haben den Kuhstall. Genau, wir brauchen noch ein Silo. Das, ja, ich würde halt sagen, wir nehmen so ein großes, weil da alles reingeht. Hätten jede Menge Platz. Natürlich ist jetzt eigentlich ein relativ schickes, muss ich sagen. Oder ja, es geht. Also ich könnte es mir das echt schlimmer vorstellen. Das könnte man sich ja hier hinstellen. Genau, wir gehen hier nach oben. Passt denn das, wenn wir hier hinten oder passt das? Obwohl, das ist doof mit dem Hinfahren, wenn wir kommen hier rein, wir kommen links rein, wir machen das mal hier hin. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Wir kommen hier rein, können dort drüben hier hinfahren. Jo, das passt auf jeden Fall. Gut, dann können wir auf jeden Fall schon mal loslegen. Hier sind die Züge, die wir haben.
Genau. Wir können uns den hier schnappen. Ich möchte natürlich noch ein bisschen was machen, außer jetzt bauen. Ich werde in der Aufnahmepause auf jeden Fall noch was bauen. Da werde ich mich dann drum kümmern, auf jeden Fall, dass wir da ein bisschen Verschönerung kriegen. Frontlader weg. Gut, das will ich auf jeden Fall nachher noch machen. Das passt dann auf jeden Fall. Gut, wir haben hier nebendran so einen kleinen Landhandel. Das ist eine coole Sache hier. Das passt auf jeden Fall. Da können wir dann auf jeden Fall immer Saatgut, Dünger und alles wegholen. Was ich cool finde, hier erhältlich Dünger, Flüssigdünger, Kalk, Pflanzenschutz und Saatgut. Also das ist eine richtig schöne Sache. Richtig schön angegeben auch. Wir brauchen nicht Kalk, wir brauchen Dünger. Haben wir mal 5000 Liter für den Anfang. Das schadet nicht. Das passt. Muss mich gerade so ein bisschen zurechtfinden. Wie hier ist der Lohnunternehmerhof. Wir müssen mal gucken, wie wir hier hinten zu dem Feld hinkommen. Sozusagen, wenn wir hier über unseren Hof fahren, müssten wir ja normalerweise dort hinten hinkommen. Ja, die Halle hier hinten passt eigentlich gut hin, muss ich sagen. Also, das passt schon. Können wir hier mal drüber fahren eben? Müssen wir wohl. Natürlich, ich weiß, das ist nicht das geradeste Feld. Ja, da müssen wir mal gucken, was wir gemacht kriegen. Mit Helfer und so. Ist auf jeden Fall ein Riesenschinken. Muss man dazu sagen, das Feld ist echt nicht klein. Hier der Dinkel, das ist auch ein großes Feld. Da müssen wir auf jeden Fall mal gucken, ob wir im späteren Verlauf nicht gleich vielleicht noch ein größeres Schneidwerk oder so holen für einen Drescher. Oder vielleicht uns noch einen mieten. Ja, dieses Projekt soll, wie soll man sagen, so alle ja, 2, 3 Tage kommen, sage ich mal. Es sollen dann so 2, 3, ja, sagen wir mal 4 Folgen in der Woche kommen. Es soll einfach so ein bisschen Abwechslung sein. Jetzt, es soll jetzt nicht super durchgetaktet sein mit den Produktionen, wenn irgendwie was nicht hinhaut, werde ich natürlich auch ein bisschen nachhelfen hier dem Ganzen, dass das auch einfach ein bisschen vorangeht. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Schreibt mir gerne Tipps auch rein. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ja. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, drückt gerne den Abo-Knopf, schaltet das Glöckchen ein, dann verpasst ihr auch kein Video. Und ja, dann sage ich schon mal herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Gut, wir haben hier eine schicke Sämaschine, die hat einen Dünger gleich dabei. Die habe ich gefunden auf Modhub. Die finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Finde ich echt cool. Dann stellen wir die schon mal hier rein. Was ich kurz noch nachgucken möchte, ist, war es noch keine Stelle? Okay. Machen wir, ach, wir müssen erst Tiere kaufen. Ich wollte mal so ein bisschen gucken, wie das ausschaut, was unsere Tiere hier brauchen. Aber so Mischfutter müssten wir auf jeden Fall gucken. Das wäre auf jeden Fall eine Variante. Wir könnten einen Schlepper mähen schicken. Wir könnten den Fench mähen schicken. Dass wir da auf jeden Fall schon mal was geregelt kriegen. Was ich noch machen werde, das wird dann aber nicht von unserem Geld abgehen. Ich denke mal, ich werde noch gucken, ob wir so eine Futtermischfabrik hinstellen uns, dass wir einfach Mischfutter produziert kriegen.
Oder wir machen das mit dem Futter mit Schwagen, das wäre auch noch eine Variante. Obwohl, das wäre auch noch eine Variante. Ist halt ein bisschen anstrengendere Variante, sage ich mal, beim anderen. Hauen wir es nur rein und fertig. Muss ich mir noch Gedanken machen. Ehrlich gesagt habe ich mir jetzt noch gar nicht so überlegt, was da sinnvoll wäre. Aber wäre ich auf jeden Fall noch. Wie kommen wir jetzt dahin? Jetzt mal blöd gefragt. Da kommen wir hier lang, aber wir kommen hier nicht rüber. Müssen wir hier lang? Das ist aber doof angebunden. Aber gut, dann haben wir da mal eben hin. Falls es hierfür keine Autotreffkurse geben sollte, werde ich die Kurse immer wieder schon einfahren, dass wir so Hauptkurse auf jeden Fall haben, auch zum Verkaufen oder wohin, dass wir da auf jeden Fall ein bisschen auf Unterstützung was haben. Ich werde auch natürlich gucken noch, ob ich irgendwie Curseplay zum Laufen kriege, zumindest so ein bisschen, dass wir dann diese unrunden Felder ein bisschen besser geerntet kriegen oder so. Das werde ich auf jeden Fall noch versuchen. Was dazu gesagt sei noch, die Glassachen kommen von dem Ups, da ist ein... Mein Kamera hat so schnell. Wie viel darf man denn hier? 40? Oh, Junge, hier sind Blitzer. Da sollten wir vielleicht mal drauf achten. Okay. Was ist denn hier erlaubt? 30? Ups, voller. Ja, was ich sagen wollte, das kommt vom Glas-Addon. Dass ihr nicht euch wundert, woher die Sachen kommen. Ich habe das Glas-Addon mit reingenommen. Und ja. Die Bahnübergänge funktionieren sogar. Ich bin vorher mal mit dem Zug lang geballert hier. Also die funktionieren. Ist eine schöne Sache auf jeden Fall. Ah, die Bäume hängen aber weit runter, muss man auch dazu sagen. Müssen mal gucken, ich will eigentlich jetzt nicht den ganzen Weg fahren, wenn wir hier oben sind nach dem Wald. Vielleicht kommen wir da schon lang irgendwie. Alter, das sind steile Felder, wenn ich hier das Feld angucke. Kommt man durch den Wald? Das stimmt auch irgendwie, aber... So, wir fahren jetzt mal hier lang. Jo, aber ich würde sagen, wir sind fertig mit dieser Folge und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne einen Kommi da. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und ja, lasst gerne ein Abo da und schreibt mir gerne Tipps unten rein, was ihr gerne noch so haben wollen würdet und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Tschüss!